Willkommen zurück zu Memento Mori. Ja, was soll ich sagen? Ich mache hier den nächsten Teil. Das ist Teil 12. Und wie ihr gesehen habt, Teil 11 geht circa 30 Minuten. Ich werde das auch weiter so tun, dass wir immer ein Stück auch vorwärts kommen hier. Und ja, Teil 11 hatten wir uns die Verkleidung hier angelegt, weil wir in das Anwesen der Familie Clerc möchten. Ja, warum das? Wir gehen davon aus, dass die Familie Leclerc in einen Kunstraub in der Galerie in der Innenstadt, in Kapstadt, mit verwickelt ist. Und wir versuchen jetzt hier irgendwelche Ermittlungsansätze zu finden oder weitere Spuren, die eventuell darauf hinweisen, dass dies auch dem so entspricht. Und wir sind vorher hier nicht reingekommen. Da steht ein recht gewaltiger Aufpasser, der uns immer wieder von dem Grundstück verwiesen hat. Aber es ist ein Termin, welchen wir im Briefkasten anhand eines Briefes gefunden haben, welcher heute ansteht, wobei ein Techniker der Firma SOL heute das Anwesen aufsucht. Und wie sollte es nicht anders sein? Wir haben uns eine Verkleidung angelegt und ja, der Rest sagt eigentlich alles die vorgehenden Teile aus. Und ja, wir legen jetzt hier einfach los und führen unsere Ermittlungen durch. Ich hoffe, wir kommen jetzt rein, dass wir auch alles haben, dass wir nichts vergessen haben und dass der uns da jetzt reinlässt. Ich bin gespannt. Michael Voslow, Technik Service. Immer herein, wir warten schon auf Sie. Ich denke, Sie wissen, was zu tun ist. Rufen Sie mich, wenn es Probleme gibt. Danke. Da wäre noch etwas. Wenn Sie gehen, werde ich Sie durchsuchen. Das ist nicht persönlich gemeint. Aber Ihr Vorgänger hat sich einiges ausgeliehen, was ihm nicht gehört hat. Das werde ich mir merken. Ja, da hat unser Max ja schon ein Problem, weil Max ja eigentlich alles einsteckt. Auch wenn Lara das anders sieht, ist mir klar, dass dies kein Spiel mehr ist. Ich muss mich vorsehen. Je schneller ich von hier verschwinde, desto besser. Ja, gut. Stellt sich die Frage, was wir jetzt hier alles haben. Hier geht's weiter. Ja, besondere Artefakte. Hier geht's weiter. Hier unten irgendwas? Nein. Also, fangen es wir hier einiges, an. Es gibt einiges, womit man sein Zuhause verschönern kann, aber das hier? Wer hängt sich denn freiwillig so ein Tier an die Wand? Dann hatten wir die Vitrine. Lara kennt sich da besser aus als ich. Aber selbst ich merke, dass es sich um sehr wertvolle Gegenstände handelt. So. Hier geht's weiter. Und hier geht's weiter. Oh, jetzt geht er wieder zurück. Oh, da hat was geleuchtet. Sand. Im oberen Teil ist noch genug Sand, aber er fällt nicht herunter. Vielleicht ist sie auch nur Dekoration. Na gut, ich drücke mal die Tabulator-Taste. Ja, die Sachen haben wir ja. Ausgestopfter Vogel. Dann gehen wir mal ein Stück hier noch weiter rein. Ja, hier mal einmal ein offenes Buch und einen Wandteppich. So, fangen wir erstmal mit dem offenen Buch an. Was sagt uns das jetzt? Ist das nur ein Gedicht eines Einheimischen oder etwas Wichtiges? Ich schreibe es mir lieber auf. Gut, er notiert sich es. Ich werde es jetzt nicht... Oder lesen wir es jetzt mal durch. Neymar fragt nach einem großen Geheimnis. Wann das verdorrte Land grün vom Gras sein wird. Wenn Jemaja, Mutter des Wassers, hoch am Himmel, am blauen Himmel, den windigen Oja zu ihrer Linken mit ihrem Lied begrüßt. Neymar fragt nach einem großen Geheimnis, wenn die Wüste wieder bessere Zeiten sehen wird. Wenn Shango, ach du Alarm, was ist denn hier los? Wenn Shango tief unter der Erde, unter dem kranken Land tanzt und den Scharlatan Elegu, oh, den Herrn aller Anfänge, ja, ich bin auch ein Anfänger, aller Anfänge mit seiner Trommel zu seiner Rechten begrüßt. Ja, was denn oben, unten, links und rechts, Neymar erfuhr, dass dann das Land erkrönt, bessere Zeiten anbrechen und es keine Geheimnisse mehr gibt. Gut, schön gelesen. Ich weiß überhaupt nicht, um was es da geht. Wir haben es notiert.
Ach du Scheiße, Leute. Was kommt da? Was ist das jetzt? Teppich. Das sollte ich mir lieber aufschreiben. Okay, das hat er sich jetzt hier... Hat er den Teppich jetzt von der Wand gerissen? Nein. Da gucken wir mal. So, Buch. Dokumente. Hier hat er einmal das Gedicht jetzt, jawohl. Und hier der Teppich der Sensile. Ja, komische Figuren. Wer weiß, für was es gut ist. Wir schauen uns erstmal weiter um. Hier mal ein Bücherregal. Gehen wir doch mal zu dem Bücherregal. Was ist hier das jetzt? Das könnte wichtig sein, ich muss mir das aufschreiben. Ach du Scheiße, das sind ja mehrere Sachen jetzt zusammen. Einmal haben wir hier den Wandteppich, hier ist jetzt dieses Teil. Und nochmal hier. Jemaga, Jemaya, Magplau. Ihr Element Wasser weist ebenfalls diese Farbe auf. Es ist die Farbe der Geburt und der Kristalle, mit denen sie sich umgibt. Also, Plau. Gehen wir jetzt davon aus, wenn ich jetzt hier den Wandteppich sehe, hier ist komplett blau, dass das Jemaga ist. Also das wäre Jemaga. Shango, Gott des Donners und der großen mächtigen Trommel, der Rot und Weiß bevorzugt. Rot und Weiß hätten wir hier. Rot ist ein Rhythmus, ein Herz, eine Trommel. Weiß ist der Blitz, der seinem mächtigen Donner folgt. Also, gehen wir davon aus, dass das Shango ist. Aber Shango hatten wir auch hier und Jemaga. Jemaga war hier. Okay, jetzt bin ich gespannt, wie das weitergeht. Elegua, ewiger Narr, der Rot und Schwarz trägt. Hier. Die beiden Farben stellen die beiden Seiten seiner kindlichen Natur dar. Aha. Elegua, Elegua. Ja, hier steht Elegua und hier ist Eleguo. Ja gut, gehen wir mal davon aus, dass das der gleiche Name sein soll. Oya soll alle Farben des Regenbogens mögen, aber eine ganz besonders Weinrot. Okay, dann denke ich mal, hätten wir die jetzt alle ja identifiziert als diese Figuren, die hier aufgeführt sind. Und hier im Gedicht gibt es eine Rangordnung, sowas, wer wo an welcher Stelle stehen soll. Aber gut, haben wir hier jetzt auch Oya gehabt? Genau hier. Wenn Jemaga, Mutter des Wassers, hoch am Himmel, am blauen Himmel, den windigen Oya zu ihrer Linken mit ihrem Lied begrüßt. Also, Jemaga mag Wasser, also blau, das wäre hier. Und zu ihrer Linken... Mit ihrem Lied begrüßt wer Oya. Oya mag die Farben des Regenbogens. Das wäre hier. Also wäre das auf jeden Fall von das. Ja gut, aber es ist doch. Kann ich hier was machen? Nein. Hier kann ich irgendwie zur Zeit. Ja, das bringt mich alles so. Ich kann hier nichts bewegen. Und machen. Ich kriege kein Inventar angezeigt. Kann ich was drehen? Ja gut, ich meine, das ist ja alles schön, dass wir eine Rangordnung und eine Folge haben. Das bringt uns so nicht weiter. Aber vielleicht finden wir noch was. Bücherregal haben wir. Aber interessant. Absolut interessant. Hier ist noch ein Teppich. Können wir da... Alter, jetzt wäre fast aufs Maul gefahren. Was wäre das denn jetzt? So, Manuskript. Sensile interessiert sich anscheinend nicht nur für afrikanische Kunst. Das ist ein christliches Manuskript, etwa aus dem 13. Jahrhundert. Ja, okay. Oh Gott, ein Schädel. Ich würde gern glauben, dass es eine Replik ist, aber er sieht echt aus. Ja, es ist ja wohl hoffentlich nicht der letzte Techniker. Gut, die Schatulle, was haben wir da jetzt? Die leuchtet rot, ich vermute es fast. Ja. So. Und jetzt? Was können wir hier tun? Ein Rechtsklick.
Ein Linksklick. Oh, das sah doch gerade schon ganz gut aus. Ihr seht, hier haben wir... Das sind doch die Zeichen. Das sind doch diese Zeichen. Leute, das sind diese Zeichen, die diese Figuren haben. Wo haben wir es? Ah ja, hier. Das sind diese Zeichen hier. Das sind die Figuren. Das sind die Figuren. Jetzt kommt es wahrscheinlich drauf an, so wie ich das jetzt hier erkannt habe, um die Anordnung. Und diese Anordnung, welche wir haben, wir kriegen hier im Gesamtbild jeweils angezeigt, ein Quadrat angezeigt, was leuchtet. Obwohl, das habe ich hier in der Mitte auch. Hier auch. Aber ich denke mal, es geht jetzt darum, welche Figur an welcher Stelle hier stehen muss. Und somit wären wir dann, genau, und somit wären wir dann bei unserem Gedicht. Weil hier hatten wir doch eine Rangfolge. Das geht von oben los. Also gehen wir mal davon aus, dass, ja, von oben, dass die Schatulle auch der obere Bereich das ist, was dahin muss. Also wenn Jemaja, Mutter des Wassers, hoch am Himmel, am blauen Himmel, den windigen Oja zu ihrer Linken mit ihrem Lied begrüßt. Wir hatten gesagt, Jemaja, hier unten, mag blau, haben wir hier. Und zu ihrer Linken ist Oja. Oja war derjenige, der das ist die Farben des Regenbogens, genau, mag, und das war Weinrot, das wäre das. Also wäre das die linke obere Figur, das wäre dann die rechte obere Figur. Ja gut, gehen wir mal davon aus, dass wir, sind wir auf dem richtigen Weg und ich hoffe nicht auf dem Holzweg. Naima fragt nach einem großen Geheimnis. Fragte nach einem großen Geheimnis, wann die Wüste wieder bessere Zeiten sehen wird. Wenn Shangu tief unter der Erde, also unten, unter dem kranken Land tanzt und den Scharlatan Elegua oder Eleguo, den Herrn aller Anfänge mit seiner Trommel zu seiner Rechten begrüßt. Okay, Shangu, wer war Shangu? Shangu ist Gott des Donners und der großen mächtigen Trommel, der Rot und Weiß bevorzugt. Das heißt, Rot und Weiß. Rot und Weiß ist hier. Rot und Weiß ist hier. So, und was haben wir jetzt gesagt? Rot und Weiß ist hier. Genau. Jetzt bin ich ja hier. Moment, ich bin jetzt gerade etwas durcheinander. Ich muss das alles erstmal in mein Hirn kriegen. Moment. Wenn Shango tief unter der Erde, unter dem kranken Land tanzt und der Scharlatan Elegu den Herrn aller Anfänge mit seiner Trommel zu seiner Rechten begrüßt. Elegu war rot und schwarz. Rot und schwarz, das war der. Zu seiner Rechten. Also müsste das die rechte untere Figur sein. Das heißt, diese Figur befindet sich unter dieser Figur. Auf der rechten Seite. Also rechts oben, hier, Jemaja. Rechts darunter, Elegu. Links oben, Oja. Und dann würde nur noch der Platz für Shango frei sein. Shango ist hier weiß-rot. Sind wir da richtig? Weiß-rot bevorzugt. Okay. In Anbetracht dessen, Leute, mache ich hier kurz einen Cut. Ich muss mir mal die Figuren kurz aufmalen und setze dann natürlich sofort wieder an. Also, bleibt dran. Ich bin sofort wieder da. So, ich bin zurück. Ich habe mir die Figuren jetzt hier mal auf so ein Schmierzettelchen gemalt. Und ich hoffe, wir kriegen das jetzt hin. Und dass das alles so passt. Ich bin gespannt. Ich denke, da haben wir einiges zu tun jetzt an der Schatulle. So. Links oben hatten wir. Ich habe mir die Figur aufgemalt. Ich weiß jetzt nicht mehr den Namen. Das müsste jetzt. Ach du Alarm, ey.
wie drehe ich jetzt hier alles? Das sieht doch, glaube ich, das... Ja, genau. Das wäre so. Dann das. Ich drehe es einfach mal weiter. So. Das ist auf jeden Fall die erste Figur, die ich mir so gemalt hatte. Dann hier. So. Ach du Scheiße, ey, wo ist denn das andere Bein? Und hier ist auch noch ein Punkt. Wo war denn der Punkt? Ach du grüne Neune, ich habe mir keinen Punkt aufgemalt. Und auch das hier. Ja, ich habe mir hier schon natürlich auch Beine aufgemalt, aber das hier sieht eher... Ich muss dieses Teil hier, was ich hier habe, auch auf der anderen Seite haben. Das wäre dann das mit dem Punkt eventuell. Hatte der einen Punkt? Leute, ich muss nochmal gucken, sorry, aber es ist schon etwas komplizierter jetzt alles. Hatten wir jetzt einen Punkt? Ja, wir hatten hier beidseitig einen Punkt sogar. Das müsste ja dann eigentlich sogar noch besser zu finden sein. Also, diese Figur war ja komplett rot, damit ich da jetzt mal... genau, Weinrot, das war Oya, genau, Oya, und dann daneben ist Jemaya, okay. Oya, wir machen jetzt erstmal die Figur Oya. Das heißt, hier haben wir einen Punkt, hier haben wir einen Punkt, okay. Dann drehen wir das Ding jetzt mal nach oben. Das sieht gut aus. So, den haben wir jetzt hier. Jetzt müssen wir das hier natürlich... Ach du Scheiße. Erstmal hier 100 bekommen. Jetzt hier rüber. Ich drehe noch eins weiter. Jetzt muss ich hier eins weiter. Ja, das ist ja... Das wird ja lustig. Ja, noch eins hoch. So, jetzt habe ich aber hier ein Problem. Ich drehe erstmal das obere Bein weg, das untere Bein dazu. Und das drehe ich jetzt zurück. So, das wäre unsere erste Figur. Na, das wird ja toll. Ich bin gespannt, ob wir das hinbekommen. So, jetzt sehe ich aber hier, ich glaube, diese zwei hier oben, was ich mir aufgemalt habe, das passt auch schon. Passt das? Das passt. Genau, ich habe gerade auf meinen Zettel geschaut. Also, jetzt muss ich das hier rüber. Ach du Scheiße, jetzt muss das eigentlich dahin. Ich das jetzt natürlich hier wegdrehe. Ist das geil. So. So. Das war doch schon mal eine geile Technik, die ich da gerade angewandt habe. Frag mich nicht, wie ich es gemacht habe. Plötzlich hat es gepasst. Und jetzt geht es an die Beinchen von Jemaya. Jemaya hatte so ein Bein und genau das gleiche auf der anderen Seite. Wo ist das? Das? Sah das so aus? Ja, nee, da ist es doch, oder? Da hängt es doch schon dran. Ist das das Bein? Leute, ich muss hier nochmal kurz raus, bevor ich jetzt einen Fehler mache. Ich muss mir die Figur nochmal anschauen. Ich habe das natürlich auch hier jetzt in der Eile der Zeit alles recht schnell aufgemalt. Wo ist die? Ja, das ist etwas abgewinkelt. Ich habe das hier mit einem geraden Strich gezeichnet. Okay, das ist so ein Füßchen, was hier so hoch geht. Gut, dann schauen wir uns jetzt dieses Füßchen da nochmal an. Genau, hier, das müsste sein. Und das, also, das Bein stimmt schon mal. Und das müssen wir da hinbekommen. Gut. Ich ziehe das jetzt erstmal hier rüber. So. Verdammte Scheiße. Jetzt. Was machen wir? Eins hier hin. Genial. Spreizbeine. Egal. So, das hätten wir. Das müssen wir jetzt hier rumdrehen. Dann drehe ich das nochmal. Nochmal. Jetzt
Müssen wir das eins höher kommen? Nein, verkehrte Richtung. Ach du Scheiße. Nein, verkehrt. So. Jetzt hätten wir das hier oben. Ach, wir können auch zwei drehen, das ist ja genial. Ja, dann ist das ja, glaube ich, dann gleich ja. Dann ist das ja gleich etwas leichter. Auch kann ich hier unten auch zwei drehen? Ja, genial. Gut, das nicht. Aber da, wo die Punkte sind. Ja, okay, das ist doch schon mal genial. Gut, was haben wir hier jetzt? Hier musste. Und zwar diese Figur. Ach du Scheiße. Ja, nee, passt. Das können wir so lassen. Da drehen wir den hier rüber. Und dahin. Jetzt, was auf der anderen Seite? Da muss die andere hier sehen. Die muss hier, hier. Kriege ich das dann auch hier gedreht? Ja, genau. Dann drehen wir das jetzt hier rüber. Und dann das jetzt andersrum. Jetzt hoch. So, jetzt haben wir das. Was für ein Bein muss jetzt hier hin? Das müsste da hin. So. Ja, jetzt dreht sich das da nicht hin. Das, so wie es hier ist, muss da hin. Oh, oh, oh. Das ist dann doch, hätte ich das jetzt drehen können, wäre besser gewesen. Jetzt kriege ich das hier. Ja, ich muss das hier erstmal rausdrehen. Hat keinen Wert. Ich muss das hier erstmal rausdrehen. So. Wenn ich das jetzt hier. Ja, jetzt müssten wir das nur noch andersrum haben. Andersrum. Tja, das kriegen wir jetzt im Moment, glaube ich. Ja, schon so. Muss ich erstmal nach dem Bein gucken, dass ich hier jetzt keinen Fehler mache. So. Ich muss jetzt. Was muss ich? Das kann ich so drehen. Das heißt, das Bein muss als erstes rein. Ich muss die rausdrehen. Sorry Leute, ich kann im Moment nicht arg so viel reden, weil ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Jetzt haben wir das hier. So, ja, super. Jetzt haben wir die Beine, ja, klasse. Aber wir haben den Kopf jetzt natürlich verkehrt. Jetzt kriegen wir das hier nicht raus. Ich möchte die auch eigentlich oben rum gar nicht mehr so arg bewegen. Ich drehe das mal so rein. So rein. So, jetzt ist nur das Ding im Weg, ne? Tja. Kehrt rum. Ich versuche das jetzt unten rauszudrehen. Dahin. Dahin. So, und ab hier jetzt rückwärts. So. Genial, das haben wir doch auch gut hingekriegt. So, jetzt haben wir die Figur. Stimmt das? Ach nee, es ist verkehrt. Das Bein muss da runter. Och, nö. Das Bein muss da runter. Scheißegal, ey. Und zwar gerade nach unten, genau. Gerade nach unten und das muss hier dahin. Okay, ich drehe das jetzt erstmal rein, um zu sehen. So.
So müssen die Beine unten sein. So, so. Jetzt haben wir den Kopf. Das heißt, wir müssen das jetzt rausdrehen. Dieses Teil muss raus. So. Das heißt, wir drehen jetzt. Einmal. Zweimal. Dreimal. Jetzt drehen wir hier zurück. Einmal. Zweimal. Ja, jetzt sind die Köpfe auseinander. Fuck. Nee. Ach, ich bin hier total im Moment gerade jetzt durcheinander. Wie kriege ich das jetzt hier? Nee, ich muss andersrum drehen, damit ich den Kopf darüber kriege. So, ich muss den Kopf darüber kriegen. Und das gerade Bein, das muss ja hier runter. Das sieht doch jetzt, glaube ich... Ja, sieht gut aus, glaube ich. Moment. Nein, andersrum, andersrum. So, Bein runter. Kopf ist da, Bein ist da. Jetzt passt natürlich der Kopf hier noch nicht. Nein, verkehrt rum. So. Jetzt müssen wir das hier noch tauschen. So. Jetzt haben wir die Figur. So, ihr seht, ich hoffe nur, dass die Anordnung der Figuren stimmt, weil ansonsten haben wir richtig gelost. Ich drehe es einfach. Ich wusste, dass ich es schaffe. Genial, wir haben es. Gerichtsdokumente, die sich mit den Eigentumsverhältnissen der aus der Galerie gestohlenen Statuen befassen. So, ich lese euch noch den Text vor und dann brauche ich erstmal eine Pause. Sorry. So, sehr geehrte Mrs. Leclerc, leider habe ich keine gute Neuigkeit für Sie, was ich sehr bedauere. Laut unserer Nachforschung dürfte es äußerst schwierig werden, Ihren Anspruch auf die besagten Statuen geltend zu machen, selbst von einem internationalen Gericht. Mir ist bewusst, dass Ihnen die finanziellen Aspekte dieser Angelegenheit keine Sorgen bereiten, aber ich muss Sie darauf hinweisen, dass wir uns bei einer Anklageerhebung vor einem südafrikanischen Gericht darauf einstellen müssen, dass ein solcher Prozess mindestens mehrere Monate dauern wird. Daher muss ich Ihnen leider mitteilen, dass Ihnen unsere Anwaltskanzlei in dieser Sache nicht weiterhelfen kann. Sollten Sie sich entscheiden, die Angelegenheit auf andere Weise zu regeln, wie Sie sie bereits angedeutet haben, möchte unsere Kanzlei mit keiner Ihrer Handlungen in Verbindung gebracht werden. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Glück und danke Ihnen für Ihr Verständnis. Albert W. Holtis, Anwaltskanzlei Green und Holtis. Gut, das wurde wohl, ja, so wie es da steht, keine große Aussichten auf die... Ja, auf das Stilgut, auf die Statuen. Und ja, der Absatz hier ist ganz interessant. Sollen Sie sich entscheiden, die Angelegenheit auf andere Weise zu regeln, wie Sie bereits angedeutet haben, möchte unsere Kanzlei mit keiner Ihrer Handlungen in Verbindung gebracht werden. Also, wir gehen davon aus. Oh. Ich dachte, ich hätte mich deutlich ausgedrückt. Ich kann das erklären. Das ist nicht nötig. Sie sind hier fertig. Sie kommen jetzt mit und... Nein, ich rede mit ihm. Okay, wir reden. Ich wollte nichts stehlen. Ich weiß. Aber andere nehmen sich oft, was ihnen nicht gehört. Haben Sie das Bild unter der Treppe gesehen? Das ist Suri, meine Mutter. Sie war eine sehr weise Frau. Als die Weißen damals kamen, um uns alles zu nehmen, sagte sie immer... Zähl bis drei, meine Kleine. Zähle, bis du deinen Zorn nicht mehr spürst. Ein, zwei, drei. Ein, zwei, drei. Ich weiß nicht, ob ich sie verstehe. Suri war weise. Man muss seinen Zorn wie ein Stück Brot runterschlucken. Das habe ich gelernt. Daher hat er keinen Platz in meinem Herzen. Aber vergessen... werde ich niemals. Ich bin alt, sehr alt. Aber ich erinnere mich an jede Ungerechtigkeit. Ich würde gern über die Statuen reden.
Sie haben doch bestimmt von dem Diebstahl gehört. Sie haben meiner Familie seit Generationen gehört. Ich habe viel Zeit und Geld investiert, sie wieder zu beschaffen. Ich bin nicht wütend auf Sie, dass Sie uns genommen wurden, aber ich weiß, dass Sie uns und in dieses Haus gehören. Laut der Polizei könnten Sie jetzt bei einem Mittelsmann sein. Das ist gut möglich, Monsieur Durand. Habe ich mich überhaupt vorgestellt? Verraten Sie mir etwas. Haben Sie nicht schon genug erlebt, dass Sie Dinge, die Sie nicht verstehen, nicht mehr überraschen? Ist es nicht Zeit, innezuhalten und sich selbst von der Woge des Schicksals mitreißen zu lassen? Zeit aufzuhören, gegen die Fäden anzukämpfen, an denen Sie hängen. Sie wissen gar nichts über mich. Ich habe Dinge gesehen, von denen Sie nicht einmal träumen. Also lassen Sie mich mit dem Schicksal in Ruhe. Ihre Zukunft sehe ich klar und deutlich, Max. Ich sehe den Anfang. Ja, dass sie überhaupt noch was sieht. Und das Ende. Sollte das etwa eine Drohung sein? Ihr Zorn ist sinnlos. Sie müssen ihn abstreifen. Lernen Sie, die Dinge so zu akzeptieren, wie sie sind. Zählen wir zusammen. 1, 2, 3. Ach du Scheiße, ey. Jetzt geht's voll ab hier. Max? Wie ist das gelaufen? Sie war es. Sie hat es mir gestanden. Nomusa muss sie festnehmen. Ich bin diese Scharade langsam leid. Was ist passiert? Warum bist du so blass? Sie steckt hinter all dem. Sie tut so, als stünde sie mit einem Fuß im Grab und gleichzeitig spielt sie mit uns. Sie erzählt so viel Unsinn, dass man schon anfängt, Gespenster zu sehen. Was hast du gesehen? Das ist nicht mehr witzig, Max. Du musst dich beruhigen. Ich will mich nicht beruhigen. Ich will, dass Nomusa seine Arbeit macht. Aber wir haben keine Hinweise. Glaubst du, sie würden sie nur aufgrund unserer Aussage festnehmen? Was machen wir denn jetzt? Bin ich ganz umsonst da gewesen? Nein, ganz bestimmt nicht. Als du weg warst, habe ich eine Nachricht von Muriel bekommen. Sie haben den Abdruck identifiziert, dank der Akte eines gewissen Tony Sola. Mit dem machen wir weiter. Toll. Wir müssen zu Nomusa. Wir dürfen das nicht länger ignorieren. Einiges an Input, Leute. So, Interpol-Datenbank-Eintrag. Toni Zola, 37, Italiener. Wird von der italienischen Polizei wegen Körperverletzung in der Disco in Grottone gesucht. Wegen mehrerer Einbrüche verurteilt. Gut. Wir suchen also einen Toni Zola. Und ins Büchlein hat er es auch geschrieben. So, jetzt gucken wir noch kurz ins Buch, was da reingeschrieben worden ist. So, das haben wir. Cenzele Leclerc, was soll ich über sie schreiben? Kann man das überhaupt zu Papier bringen? Sie steckt hinter dem Diebstahl. Punkt. Aber das, was sie gesagt hat und diese Vision, ich habe ein sehr ungutes Gefühl bei der Sache. Wir haben einen Namen zu dem Fingerabdruck aus der Galerie, Toni Zola. Laut der Akte ist er ein Ganove, für den Raub zum Tagesgeschäft gehört. Die Schlinge zieht sich langsam zu. Toni Zola, Polizeiakte. Ja gut, das ist ja eine Mordsakte. Können wir hier, da können wir ja nichts drücken. Gerichtsdokumente, das war das, was wir aus der Schatulle hatten. Gut. Ja, Leute, war einiges heute in diesem Teil, ist einiges passiert. Und ich denke, ja, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaut wieder rein. Und ich sag bis zum nächsten Teil von Memento Mori. Bye, bye, euer Wolfgang.